Jetzt. So, da sind wir auch schon wieder zurück bei Better Than Wolves. Wir haben gerade die kurze Pause zwischen der Folge benutzt, Hallo. Um hier einfach mal tatenlos Zeit verstreichen zu lassen, damit wir wieder Tag haben. Ja, denn Tag ist gut, Tag ist lieb und es sieht schon filigran aus, ne? Also es ist, Da ist ein Creeper direkt hinter dem Lagerhaus, warte. Achso, ich dachte bei mir. Hit the nasty creeper in the face. Hit him. Ich bin kaputt. Hit him. Er ist schon tot. Finish him. Das ist eine Spinne. Dann weich hier aus. Lass sie dich nicht anknuspern. Ich hab sie umgebracht. Ja, besonders. Scheiße. Das hab ich selber gemacht. Creeper. So, dann werde ich mal gucken, ob wir hier irgendwie mein Vorhaben verwirklichen können. Und zwar, indem ich... Wer hat denn hier an die Säulen Fackeln dann gemacht? Das war ich, damit da nichts spawnt. So. Das heißt, ich werde jetzt mal die Säulen so lassen. Das ist eine gute... Also willst du da quasi neben jene noch zwei... Neben jene und jede noch zwei dran machen? Genau, und dann halt die in der Mitte weglassen. Das ist eine wundervolle Idee. Ich wusste noch, dass dir das gefällt. Ja, wenn es irgendwie darum geht, Sachen leicht in Leichtbauweise zu machen, Lichter dabei, das weißt du. So, mal gucken, wie das aussieht. Das sieht besser aus. Das heißt, hier halt eine schräg daneben und eine gerade daneben. Moment. So. Oh ja. Ich habe nur Säulen und keine Sockel, das heißt, ich kann die fertig ziehen. Ne? Ja, ich klaue mir hier die Sockel einfach von dem. Ne, schwebt jetzt halt ein bisschen in der Luft. Vorsichtig, nicht, dass hier es auf den Kopf fällt. Dann wärst du ziemlich matschig. Zack. Es passt genau mit den Sockeln. Es passt einfach genau. Das habe ich mir gedacht, als ich sie gemacht habe, Kollege. So sieht er nämlich aus. Natürlich, Handwerk nach Maß mit Assreiter. Diese Woche Säulen. Da-da-da. Also es passt natürlich nicht oben, aber unten passt es. Habe ich meinen Jingle eigentlich eingeführt hier schon, ne? Was ist dein Jingle denn? Mein Jingle ist dum-dum-dum-dum. Skills! Es regnet. Immer dieser Regen, diese Naturkatastrophen, denen man so hilflos ausgesetzt ist. Ich muss ja sagen, ich finde Regen jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe den Sound aus, deswegen... Bro, du bist in meine Spitzhacke gelaufen. Ja, kann gut sein. So, dann mal gucken, wie das aussieht. Ich bin schon ganz gruselig hier. Ich würde sagen, so sieht es schon echt schon hübscher aus. Ja, sie wirkt massiver und ist aber immer noch leicht und filigran. Ne? Das ist ja das Geheimnis. So. Das ist auch das Geheimnis bei Streichholzhäuschen, ne? Ja, eben. Also das ist, im Grunde genommen ist das massiv, aber es ist, sieht leicht und filigran aus. Du kannst das doch nicht einfach so wegreißen. Probier einfach mal rum hier mit der Ecke. Vielleicht wird es ja noch ein bisschen feiner, ja, aber wird nicht besser. Wird nicht besser dadurch, oder? Nee. Nicht so richtig. Ich bin mir da oben auch noch nicht so sicher, wie das mit diesem Kranz dann am Ende werden soll. Was da genau kommen soll. Den dann wieder dran zu kriegen, ist natürlich die nervigste Arbeit, die ich hier vor mir habe. Hast du das eigentlich alleine oder mit Schrammo gebaut? Nee, da war ich alleine. Schrammo ist ja schon ewig nicht mehr hier zu Besuch gewesen. Der Alte hat mich einfach verlassen. Alte Powergamer. Ja, der ist einfach hier in den Nether gegangen und hat angefangen rumzuheulen, weißt du? Überwiegend was? Einfach so. Und jetzt hat keine Ahnung. Das letzte, was ich gesehen habe, ist, wie er in einer riesigen Explosion mit einem Marshmallow vergangen ist. Und
dann stand da plötzlich ein neuer Marshmallow mit dem Gesicht von Schrammo. Echt? Ja, das war vielleicht creepy. Du, da bin ich einfach, habe ich die Beine in die Hand genommen und bin dann auf den Händen weggerannt. Weil ich ja die Beine in der Hand hatte. Ja, Schrammo war ja auch nur zu Gast, ne? Richtig. So wie ich auch nur zu Gast bin. Pass mal auf, ja. Hier, guck mal. Wir sind ja alle nur geduldet, ne? Ah. Oh, wie gut. Nee, überhaupt nicht. Aber so, überhaupt nicht. Haben wir nicht noch? Nee, haben wir nicht. Aber hier könnten halt die Stein, die Stone Columns ein bisschen besser wirken, ne? Ich glaube, mit dem Ding da oben auf dem Stonehenge, das muss ich mir nochmal überlegen. Das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Stone Brick Mule Ding. Nee, doch. Oh. Wo sind denn die, hast du die Stein Columns? 17 Stück noch, ja. Ich finde das aber schön da oben. Also ich finde, wenn wir da jetzt noch so wirklich den Boden, sag ich mal, mit Sandstein ersetzen, ja, und dann vielleicht noch wirklich ein bisschen mit Wasser und Glowstone arbeiten an Optik. Ja, ich glaube, das ist aber so ein Projekt, das muss wachsen. Aber von hier, also mit den Säulen, finde ich, das sieht schon mal echt nicht schlecht aus. Die Säulen machen es echt besser, muss ich sagen. Ja. Wenn du hier die Stone Columns hast, kannst du hier bei der Schmiede nochmal... Ah ne, warte, ich hab schon. So, ja, sieht ein bisschen besser aus. So, ich hatte das Fleisch. Wenn man wieder Hunger kriegt. Ich sagte, wie schnell man wieder Hunger kriegt. Boah, und die bringen jetzt auch nur noch einen halben, ne? Die Donuts. Ja. Und die Kartoffeln bringen nur einen. Deswegen habe ich jetzt Steak mir gemacht. Hier, warte. Ne, ich brauche nicht. Ich habe Donuts. Wir haben ja Donuts. Ne? Ja. Sollen wir mal gucken, ob wir dann die Nahrungsproduktion hier noch ein bisschen. Also wir brauchen auch noch mal ein paar mehr Schweinchen. Vergisst du was wir im Keller haben? Was haben wir im Keller? Ich den wollen jetzt. Ja. Ach, Weizen meinst du? Ja. Ja, nee, Weizen ist ja nicht so toll. Aber den hole ich jetzt mal trotzdem. Weil es ist halt Essen einfach, ne? Und das ist auch Essen, für das man nichts tun muss. Ja, ich wollte gerade Karotten holen, um damit Schweine zu produzieren. Das ist eine gute Idee. Weil Schweine plus Karotten gleich Schweine. Und nochmal Schweine. Also mehr Schweine? Mehr Schweine. Mehr Schweinchen? Nee. Ist der Faktor? 3. So. Okay. Faktor 3, also du kriegst aus einem Schwein und einem Getreide 3 Schweinchen? Nee, aus 2 Schweinen kriege ich 3. Ah. Das ist also, 1,5. 3 halbe, ja. Wir reden hier Quatsch. Was sonst normalerweise natürlich nie passiert, ne? Du, Weizen haben wir auch noch, ne? Das muss nur gemahlen werden. Höhnisches Geplapper. Da. Na, ihr kleinen Schnuffels hier, ihr, ne? Du. Immer ein Grau, ein Karamell? Eine Karamellkuh mit einer Schokokuh. Karamell, Schoko ist. Ach komm, was soll's? Einfach hier. Ich mach da einfach mit. Ja, also. Ich bin ganz froh, dass ich das nicht sehen muss. Und ich wette, das ist auch so der Moment, wo viele angewidert ausschalten werden. Ja? Wenn du mitmachst. Auf keinen Fall, die wollen das sehen. Was machen wir hier eigentlich? Also ich muss einfach den Titel, den nenne ich einfach Sex mit Kühen und dann, boah, was glaubst du, wie viele Leute gucken? Ja, aber willst du, also das ist ja auch eine Frage, ne? Du musst, man sucht sich als Künstler sein Publikum ja auch aus, ne? Als Künstler? Ja, das ist ja eine darstellende Kunst auch, ne? Und du suchst dir dein Publikum ja auch aus. Und wenn wir jetzt mal überlegen, was du dir für Leute aussuchst, ne? Ja, echt. Dann
Ich würde niemals was mit Leuten zu tun haben wollen, die, die mir hier zugucken würden. Das kenne ich, ja. Deswegen habe ich meinen Channel zum Hund gefallen. Deswegen habe ich meinen Channel auch zugemacht, ehrlich gesagt. Ich wollte nichts mit Leuten zu tun haben, die sowas gucken würden, was ich mache. Und das, da passt das auch, hat, hatte ich dann auf einmal, ja. Das ist halt so wie mit den Frauen, ne? Du würdest einfach nie was mit einer Frau anfangen wollen, die sich mit Leuten wie dir abgibt, ne? Genau, genau, das hat ja Woody Allen damals auch schon gesagt. Genau. Was ist denn das hier? So, ich habe die Hunde gefüttert. Weißt du, was das bedeutet? Kacke. Weißt du, ich stehe einfach im Lagerhaus und unterhalte mich gerade mit dir, ne? Und zugegeben, ich räume den Schreibtisch ein bisschen auf nebenher. Ich finde hier gerade Kinokarten von Django Unchained, ich finde hier irgendwie. Deswegen hatte ich diesen Briefumschlag noch. Dinge passieren einfach. Dinge passieren, genau, das ist das Leben. Ich habe einen Briefumschlag gefunden, wo mein Vater irgendwas draufgekrickelt hat, ja, und jetzt stelle ich gerade fest, dass da ein Zettel drin ist. Du hast einen Vater? Ja. Ich dachte, du wärst einfach in die Welt geschissen. Nicht geboren, in die Welt geschissen. Oh mein Gott, der Golgatana. Ja. So, jetzt stelle ich mich mal in die Mühle, mach was anderes. Wo ist die Rendekuh? Ich könnte zum Beispiel meinen Tacker mal wieder auffüllen, ne? Das ist alles so, liegen habe ich schon gemacht beim letzten Mal. Ich könnte auch zum Beispiel überlegen, wem dieser Prittstift gehört. Ich habe mir in meinem Leben noch nie einen Klebestift gekauft, aber hier steht ein richtig großer, dicker Prittstift. Ich glaube, das ist meiner. Echt? Bestimmt. Das kann sein. Ich weiß es nicht. So, ich habe ein paar Kühe geschlachtet. Das ist gar nicht mal schlecht. Ich könnte auch mal den Kaffeefilter auswechseln. So. Ja. Sehr gut. Hast du 8 Leder? Ich habe 1 Leder. Im Notfall reichen 5, ja. Ich habe 1 Leder, das reicht doch auch. Da kann ich keine Rüstung ausmachen. Kann man eigentlich aus dem gegerbten Leder auch einfach so Rüstung machen oder muss man das irgendwie weiter verarbeiten? Du kannst daraus den Gimp-Suit machen. Aus dem Tanned Leather. Das ist halt immer die Frage, ob man das will, ne? Das ist die Frage. So, ich futter jetzt nur noch Steak. Ich bin jetzt umgestiegen auf Fleisch. Das ist viel gesünder für die Kuh. So, was mache ich denn hier? Ich laufe gerade schon wieder nur sinnlos durch die Gegend. Sinnlos würde ich das nicht nennen, ne? Ja, ich bin halt am überlegen, was man da hinten mit unserem Stonehenge macht. Mit den Säulen, muss ich schon mal sagen, sieht schon besser aus, ne? Ja. Ah! Oh Gott. Das ist... Bleib mal da stehen, guck mal, ja. Jetzt guck einfach mal ein bisschen. Guck dir das da hinten einfach mal an, ne? So, und jetzt mache ich das, was du gerade mit mir gemacht hast. So, ja. Alles bestens. Ja, aber ich war hier gerade, hab mir das so angeguckt, hab so vor mich hin gegrübelt, ja, so wie könnten wir es besser machen, weißt du was? Können wir es überhaupt besser machen? Und dann kommst du da angehüpft, ja. Und wie ein Berserker. Creeper? Warte mal, das ist ein Creeper. Oh. Ja, Ich bin in ein Loch gefallen. So. Ich hab den Creeper besiegt. Ich stelle mich mal hier hin. Hier kann mir eigentlich nichts passieren können. Ja, ich muss ganz ehrlich sein, mir fehlen im Moment auch so ein bisschen die Ideen, was man denn hier noch so hinzufügen kann. Wir haben natürlich noch ein paar Sachen offen, also das müssen wir fertig machen. Und der Asphaltar. Ja, da frage ich mich nämlich auch gerade, wie wir das machen. Ach, jetzt geht doch wieder. Ich gucke mir das auch so gerade an und überlege, was genau müssen wir da dran ändern. Vielleicht würdest du dir ja helfen, wenn du schon mal anfangen würdest, das Dach von deinem Haus da fertig zu bauen. Oh. Ach. Ich finde das ganz schön so. Ich bin so ein großer Bauprojekte-Anfang und dann nicht zu Ende mache, Freund. Das kann man sehr, sehr gut auch daran sehen, dass in unserem Keller eine ziemlich große Höhle ist, die ich eigentlich noch ausbauen wollte. Also was jetzt natürlich ansteht, ist Automatisierung. Ne? Wir müssen jetzt ganz viel automatisieren. Ich glaube, das ist das, was wir als nächstes angehen sollten. Automatische Getreidefarm, indem wir einfach Schrammo dauerhaft auf dem Server arbeiten lassen. Das ist doch gut, oder? Also ist eine der besten Ideen, die ich in der letzten Zeit gehört habe. Wir unterdrücken einfach Schrammo und der macht dann alles für uns. Ja, vielleicht kriegen wir dann auch noch 2, 3 andere von den Jungs dabei.
Ja. Und irgendwann unterjochen wir einfach alle auf unserem Server. Ja. Der Sinan, der hat ja kein eigenes Minecraft-Let's Play mehr, ne? Ja, der hat sozusagen nichts zu tun. Der sitzt den ganzen Tag nur rum und spielt League of Legends. Das kann man ja nicht zulassen. Da würde ich sagen, unterjochen wir den einfach. Ja, müssen wir einfach mal sagen. Sinan, du alte Sau. Ich kenne Sinan gar nicht, fällt mir gerade auf. Wer ist das? Viele kennen Sinan nicht. Ich glaube, ich kenne Sinan nicht. Ist der Türke. Welcher Türke? Ja, so ein Türke halt. Kenne ich nicht. Macht aber nichts. Wir unterdrücken ihn trotzdem. Wir unterdrücken ihn trotzdem. Und gerade deswegen unterdrücken wir ihn. Wir unterdrücken die ganze Welt. Ich muss mal eben auf den König der Welt Balkon. Oh, okay. Ich bleibe auf der Handspanntafel stehen. Das ist auch angemessen königlich, ne? Vielleicht ist vielleicht auch ein bisschen creepy, der Kopf da. Das ist mega eklig. So, das heißt, wir unterjochen jetzt die Welt, weil ich so klein bin. Ich mache das einfach wie Kim Jong-un, ne? Ich mache mir erst einen Kiesblock, da stelle ich mich drauf, damit ich größer wirke. So. Und, oh Gott. Was denn? Also, diese richtig. So. Diese Sinan, Schrammo, Roger auch. Den unterjochen wir auch. Lasst euch eins gesagt sein, wenn ihr nicht innerhalb von 24 Minecraft-Stunden hier erschienen seid und mir all eure Kakaopflanzen gebracht habt, dann werde ich euch mit meinen Atombusen angreifen. Who needs love when you got silicon and strap-ons? Du, ey, verdammt, wir sind schon fertig. Wir haben jetzt einfach so lange, haben wir jetzt hier rumgehampelt, dass wir die Folge im Grunde genommen jetzt beenden können. Sehr gut. Warte mal, schau mir in die Augen. Nein. Nicht so in die Augen. Du kriegst mich nicht. Oh, fuck. Nein, der Hanf. Der Hanf. Es ist ja alles gut, ne? Ja gut, da ist ja dann Licht drüber, weil das ja durchsichtig ist, ne? Genau. Gut, dann stelle ich mich nochmal auf eine Melone, glaube ich, ne? So. Ich stelle mich da auf eine andere Melone. Das hier ist meine Melone. Na, King of the Melon. Und dann sage ich mal, bis dann. Tschüss, charmantes Wochenende. Euer Fred. Ja, so, das war auch Quatsch jetzt. Tschüss.